Die Bundeskanzlerin hat heute bekannt gegeben, dass im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auch beschlossen wurde, die Hausaufgaben für immer abzuschaffen. Und wir sagen ihr vielen Dank, Frau Dr. Merkel. Ja, das wäre eine Nachricht. Ich bin mir sicher, Deutschland würde aufatmen. Alle Eltern würden durchschnaufen und würden sagen, ja du lieber Gott, was machen wir denn jetzt mit unseren Nachmittagen? Freude, Friede, ich will jetzt nicht sagen Eierkuchen, ja, ich meine, man würde sich doch, wer von uns würde sich denn nicht freuen? Die Kinder würden sich freuen, die Eltern würden sich freuen, vielleicht würden sich einige Lehrer nicht freuen, weiß ich nicht, aber es wäre doch, ich meine, Deutschland freudig ohne Hausaufgabenland, das wäre doch schön. Wie sieht denn der deutsche Nachmittag in der Woche aus? Etwa das Kind kommt nach Hause, es wird gegessen und dann werden Hausaufgaben gemacht. In entspannter Ruhe sitzt das Kind am Tisch und löst Aufgabe für Aufgabe. Hin und wieder greift es zum Fruchtsaft und arbeitet und arbeitet. So gegen 16.30 Uhr werden dann mit großer Souveränität die Ergebnisse gebracht, werden den Eltern präsentiert, Lob wird ausgeschüttet, die Motivation des Kindes steigt für den nächsten Schultag. Wie schön! Deutschland, einig Hausaufgabenland. Ist es so? Es ist natürlich nicht so. Es ist der Horror-Nachmittag. Wirklich. Der Horror vor dem Nachmittag. Bei den Griechen hieß es noch Horror vor dem Vakuum. Bei uns ist es der Horror vor dem Nachmittag. Das Kind kommt nach Hause und dann, ja, dann müssen Hausaufgaben gemacht werden. In aller Verzweiflung spricht man dann zum Beispiel wildfremde Menschen oder auch nur Nachbarn und Bekannte an. Sagen Sie mal, Herr Professor Nesch, Sie sind doch Professor für Physik, Sie haben doch sicherlich von Mathematik auch Ahnung. Und ja, unser Matthias, wir sitzen jetzt schon seit 3 Stunden daran und am nächsten Montag schreiben die Klausur. Das ist eine Aufgabe, die kann man, also wir können die nicht lösen. Naja, da denkt man doch, naja, so schlimm kann das doch nicht sein. Matthias ist im 8. Ach, klasse, das wird doch. Also das denkt man natürlich nur, also ich habe natürlich, ja, ich habe gerade Zeit, ich komme, geh mal kurz rüber. Das war dann so gegen 17 Uhr. Um 20 Uhr bin ich fast schreiend aus dem Haus gerannt. Ich hatte zwischendurch 5 Studenten angerufen, 2 Kollegen vom Fakultätsrat. Also jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ich habe da gesehen, was ist denn das? Da verzweifeln Erwachsene, und nicht nur die Kinder vor allen Dingen verzweifeln, an den Hausaufgaben. Was für eine Situation passiert denn im Nachmittag? Also für das Selbstbewusstsein der Kinder kann es ja nicht gut sein, wenn sie regelmäßig die Erfahrung machen, es werden Aufgaben an mich herangetragen, die ich alleine gar nicht lösen kann, sondern ich brauche immer das Know-how von Personen, die viel, viel älter sind als ich. Selbst der Bayerische Elternverband ist der Meinung, dass noch nicht einmal die Hälfte der bayerischen Kinder ihre Hausaufgaben ohne elterliche Hilfe lösen kann. So. Und dann brauche ich niemandem mehr was zu erzählen. Wenn das so ist, dann gehören Hausaufgaben nicht nach Hause. Aber dann gibt es noch ein anderes Problem. Ganz unabhängig davon, was in den Hausaufgaben rein inhaltlich gefordert wird, entsteht hier ein gesellschaftliches Potenzial für ein ziemliches Desaster. Hausaufgaben ohne Betreuung nämlich. Wenn Hausaufgaben so schwer sind, dass sie nur noch vollzogen werden können mit Betreuung, dann bedeutet das für die Kinder, die keine Betreuung haben, wenn sie nach Hause kommen, also ein Kind kommt nach Hause, die Eltern arbeiten, ist ganz allein, ist niemand da. Kinder mit Migrationshintergrund, da haben die Eltern große Schwierigkeiten zu helfen. Und Kinder in bildungsfernen Familien, die sind auch ganz allein. Jetzt könnte man ja meinen, zum Thema Hausaufgaben, da gibt es eigentlich nur Meinung. Da gibt es gar nichts Empirisches, also wissenschaftlich Nachgewiesenes. Dem ist aber nicht so. Es gibt ja viele berühmte Studien, aber die berühmteste von allen, was das Thema Bildung betrifft, das ist die sogenannte Hattie-Studie. Das ist eine Analyse im Grunde über 250 Millionen Schüler überall auf der Welt. Und die hat anhand von 136 Parametern versucht herauszufinden, woran hängt es denn nun, ob ein Schüler oder eine Schülerin erfolgreich ist. Ja, da kann man natürlich mal fragen, wo ist denn da jetzt bei den 136, da müsste ja die Hausaufgaben, meinen ja die einen, die sind ja so wichtig, die müssten ja ganz oben stehen. Aber komisch, ich sehe es jetzt nicht. Also, Lerntechniken, Mastery Learning, Fallbeispiele, Förderung der visuellen Wahrnehmung.
Wunderbar. Geburtsgewicht, hier, ganz weit oben. Ja, ist interessant, das Geburtsgewicht hat auch eine. Wo sind denn die Hausaufgaben? Das ist doch. Ja, Herrgott nochmal, die müssen doch hier irgendwo, wenigstens im Mittelfeld, oder? Ach, hier. Ach Gott, die Hausaufgaben sind hier unten auf Platz 88. Und zwar kurz über Hausbesuche durch die Lehrperson. Da sind die, ist das nicht interessant? Also es gibt durchaus empirische Hinweise, dass Hausaufgaben ein bisschen lernfördernd sein können. Das ist ja auch kein Wunder. Schließlich macht ja auch Übung durchaus den Meister oder die Meisterin natürlich. Also da ist schon was dran. Aber auf der anderen Seite gibt es eben jede Menge Untersuchungen, die zeigen, so wichtig, wie man gedacht hat, sind die Hausaufgaben auf keinen Fall. Letztlich stehen wir vor einem riesigen Dilemma, was sich ganz leicht lösen ließe, wenn die Lehrpläne nicht so dicht wären und wenn mehr Zeit zur Verfügung stünde, um mit den Kindern das zu tun, was sie tun sollen mit Hausaufgaben, nämlich üben. Warum wird diese ganze Situation des Aufgabenerledigens nicht zu einer Schulaufgabe gemacht? Also nicht zu einer Aufgabe zu Hause, sondern zu einer Schulaufgabe. Ich weiß gar nicht, was das mit einer ganzen Generation von Schülern gemacht hat, wenn die nach Hause gekommen sind und dann gewusst haben, oh Gott, jetzt haben wir wieder diese Hausaufgaben im Hals. Die einen haben einfach gesagt, ach komm, ich mache überhaupt nichts. Wir haben darauf gehofft, dass sie am nächsten Morgen irgendwas abschreiben können, was natürlich den pädagogischen Effekt der Hausaufgabe in keiner Weise erfüllt. Das ist ja völliger Blödsinn. Die anderen haben gesagt, komm, der wird schon nicht das überprüfen. Ist ja auch oft passiert, weil aus Zeitgründen eben überhaupt keine Hausaufgaben mehr kontrolliert werden konnten. Und dann waren die anderen, die haben sie eben gemacht. Aber sie haben sie immer nur gemacht, weil entweder aus Pflichterfüllung oder aber weil zu Hause jemand war, der ihnen gesagt hat, hast du Hausaufgaben auf, lass mich mal nachschauen und so weiter. Dieser ganze Stress würde wegfallen. Ich hoffe sehr, dass in gar nicht allzu ferner Zukunft die Schülerinnen und Schüler in Deutschland keine Hausaufgaben mehr machen müssen. Die Schulen würden fröhlicher dadurch. Die Eltern würden fröhlicher dadurch. Und den Kindern würde das sehr, sehr gut tun.